Der nächste Redner ist seit Dienstag plötzlich in die politische Öffentlichkeit getreten. Alle reden drüber. Jürgen Trittin hat Dienstag mitgeteilt, dass er im Januar sein Mandat niederlegt. Er wird nächstes Jahr 70 Jahre jung. Und dieser Schritt hat dann auch engere Parteifreunde durchaus überrascht. Heute hier mit seiner voraussichtlich letzten Rede. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Halbzeitbilanz, das ist ja auch Teil eines Rituals zwischen Opposition und Regierung. Ich kenne beides, 9 Jahre auf der einen, 16 Jahre auf der anderen Seite. Und es ist oft das Gleiche. Die Opposition hält der Regierung das Brechen von Versprechen vor und die Regierung lobt sich selber, manchmal zu Recht. Es gibt in Deutschland so viele Erwerbsarbeitsplätze wie nie zuvor in der Geschichte. Wir haben 170 Gesetze verabschiedet. Und jetzt gibt es sogar einen Haushalt. Offensichtlich ist die Ampel handlungsfähiger, als die Ampel manchmal selbst glaubt. Aber über gutes Regieren sagt so etwas nichts aus. Gutes Regieren beweist sich am Umgang mit einem Naturgesetz. Dieses Naturgesetz lautet: Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Sie kennen das. Sie haben mal eine Regierung gebildet, um den rot-grünen Atomausstieg rückabzuwickeln. Dann kam Fukushima und Sie wurden Bestandteil des Anti-Atom-Konsenses, den Sie bekämpfen wollten. Wir kennen das auch. Wir wollten zum Beispiel ordentlich abrüsten. Dann kam der 11. September 2001 und wir schickten Soldaten nach Afghanistan, die dort 20 Jahre im Einsatz waren. Und die Ampel machte die gleiche Erfahrung. Wir wollten eine Fortschrittskoalition sein. Und dann überfiel Putin am 24. Februar die Ukraine. Gutes Regieren erweist sich in solchen Krisen. Gutes Regieren ist auch die Fähigkeit zur Umkehr. Das kann die Ampel. Wir haben eine Antwort auf Putins Aggression gegeben. Jahrelang hatten auch wir, wie Sie, gedacht, die Bundeswehr ist vor allen Dingen dazu da, internationale Missionen zu bestreiten. Jetzt schufen wir zusammen mit der Union ein Sondervermögen, um die Bundeswehr wieder so zu ertüchtigen, dass sie in der Lage ist, potenzielle Aggressoren tatsächlich glaubhaft abzuschrecken. Wir als Grüne waren angestritten mit der Forderung nach einer restriktiven Rüstungsexportpolitik. Und wir sind heute nach den USA der zweitgrößte militärische Unterstützer der Ukraine. Wir zahlen im nächsten Jahr mehr als der Rest Europas. Und das tun wir im ureigenen Interesse. Wir dürfen nicht zulassen, dass Putin die Ukraine überrennt. Aber Sicherheit braucht Militär. Aber Sicherheit ist umfassender. Deshalb hat die Bundesregierung 40 Jahre nach der Wiedervereinigung auf Vorlage von Annalena Baerbock zum ersten Mal in der Geschichte eine nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt. Wir haben beendet die Naivität gegenüber einer Politik von China. Es geht um die Sicherheit vor Krieg. Es geht um die Sicherheit unserer Art zu leben und zu wirtschaften. Und es geht um die Sicherheit von unser aller Lebensgrundlagen, insbesondere in der Klimakrise. Umfassende Sicherheit ist wehrhaft, resilient und nachhaltig. Ja? Umkehr kann auch Korrekturen bedeuten. SPD, Grüne und FDP gemeinsam hatten die Kraft, Fehler von Rot-Grün zu korrigieren. Mit der Anhebung des Mindestlohns, mit der Reform des Bürgergeldes, jetzt mit der Einführung einer Kindergrundsicherung sorgt die Ampel für mehr soziale Gerechtigkeit und mehr Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Aber es kommt noch ein weiteres hinzu. Gutes Regieren heißt auch in der Umkehr, das ist paradox, in der Umkehr Kurs zu bewahren. Ich bin hier mal belächelt worden, als ich gesagt habe, man könnte die 30% Gas aus Russland innerhalb von 10 Jahren ersetzen.
die mich belächelt haben, haben sich dann angestrengt, dass wir nicht ein Drittel, sondern mehr als die Hälfte unseres Gases aus Russland bekamen. Und dann hat Putin die Gasversorgung gekappt. Robert Habeck hat bewiesen, dass man nicht 10 Jahre braucht, um aus dem russischen Gas auszusteigen. Er hat das in einem Jahr erledigt. Dann hat er einen Preis. Wir haben alles dran gesetzt, die Gesellschaft zusammenzuhalten mit Mehrwertsteuersenkungen, mit Energiepreisbremse, Strombremse. Und das trieb nach der Corona-Krise selbstverständlich die Staatsschulden erneut in die Höhe. Aber es war erfolgreich. In Deutschland gingen nicht wie prophezeit die Lichter aus. Niemand musste frieren. Keine Betriebe wurden geschlossen. Hunderttausende von Arbeitsplätzen wurden gesichert. Das ist die Antwort der Ampel gewesen. Aber wir gehen auch dem Übel an die Wurzel. Wir müssen unsere Abhängigkeit von Energieimporten beenden. Uran, Kohle, Öl und Gas, all das importieren wir. Deswegen haben wir eine Grundlage gelegt für einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Deshalb sind wir die Leerstelle beim Klimaschutz angegangen im Gebäudebereich. Deutschland hat sich von Putin nicht erpressen lassen. Wir haben mit der Ampel neue Grundlagen für mehr Energiesouveränität gelegt. Und auf der Klimakonferenz in Dubai hat Annalena nicht nur erstmalig einen Fonds für die Verluste und Schäden durchgesetzt. In Dubai wurde die Abkehr von Öl, Kohle und Gas ebenso beschlossen wie die Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030. Und auch dafür hat Deutschland eine wichtige Grundlage gelegt. Mit heute 60% des Stroms aus erneuerbaren Energien haben wir mehr Kohlestrom ersetzt als die 20% Atom, die ursprünglich nur mal beachtet waren. Und wenn wir vor 2030 aus der Kohle aussteigen werden, dann hat das damit zu tun, dass wir einen Emissionshandel auf den Weg gebracht haben, der dafür sorgt, dass die Zertifikatspreise so sich gestalten, dass dieser Ausstieg kommen wird. Oder schauen Sie mal nach Indien. In Indien sind die privaten Investitionen nach Kohle seit 3 Jahren bei null. Das liegt daran, dass man in Indien für einen halben Cent die Kilowattstunde Strom produzieren kann mit Photovoltaik. Und Kohle ist dort nicht mehr wettbewerbsfähig. Dafür ist grüner Wasserstoff dort 2025 marktfähig. Wer hat die Photovoltaik so billig gemacht? Deutschland mit seinen erneuerbaren Energien gesetzt. Das war klug von der Ampel, dass die EEG-Umlage künftig aus Steuern bezahlt wird und die Bürger von dieser Entwicklungshilfe entlastet werden. Gutes Regieren schafft nachhaltige Veränderung. Sie sehen, das kann die Ampel. Lassen Sie mich zum Schluss meiner Rede hier im Bundestag noch eine Sorge aussprechen. Es wird meine letzte in diesem Haus. Weltweit erleben wir zutiefst gespaltene Gesellschaften. Schauen wir in die USA, die uns zur Demokratie befreit haben, blicken wir nach Spanien oder in die Niederlande. Überall erleben wir den Aufstieg rechter, ja faschistischer Bewegungen und Parteien. Sie drohen, demokratische Systeme zu blockieren, zu zerstören. Häufig führen sie zur Unregierbarkeit. Vor 40 Jahren hatten viele befürchtet, dass das wiedervereinte Deutschland mit seinem Gewicht in Europa zu einer Gefahr werden würde. Heute gilt das Gegenteil. Deutschland ist zum Anker demokratischer Stabilität in Europa geworden. Der Grund ist ziemlich einfach. Wir alle kennen die Art und Weise, wie wir Beifall von unseren Leuten bekommen. Kräftige Selbstvergewisserung, heftige Polemik gegenüber der politischen Konkurrenz. Aber Demokraten zur Linken wie zur Rechten haben gelernt, dass in den meisten Fällen Kompromisse und Konsense über die Lager hinweg gesellschaftlichen Streit beenden. Vom Atomkonsens bis zum Sondervermögen für die Bundeswehr. Anders als in Spanien und den USA sind bei uns sogar lagerübergreifende Koalitionen möglich. Man mag sie nicht, aber man macht sie, auch wenn es schwer ist. In der Ampel
In Grün-Schwarz in Baden-Württemberg, ja auch in Schwarz-Rot in Hessen. Kenia liegt in Sachsen und in Brandenburg. Alles lagerübergreifend. Das ist kein Ausweis von Beliebigkeit. Das ist Ausdruck von Verantwortung. Wenn Demokraten nicht zusammenstehen, kommen Antidemokraten an die Macht. Wer das lernen will, gehe eine Etage tiefer und schaue dort sich den Tunnel an, durch den die Reichstagsbrandstifter kamen, die dieses Haus und die Demokratie abgefackelt haben. Dort steht auch das Kunstwerk von Christian Boltanski, das Archiv der deutschen Abgeordneten. Für jeden frei gewählten Abgeordneten von 1918 bis 1998 ein Metallkasten, auch für mich. Für die, die die erste Demokratie in Deutschland begründeten, für die, die sie zerstörten, für die, die dagegen Widerstand leisteten und mit ihrem Leben bezahlten, für die, die die Demokratie des Grundgesetzes aufbauten in der alten Bundesrepublik im vereinten Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Ihren Schultern stehen wir. Man darf Antidemokraten keine Macht übertragen, nie wieder. Danke, dass ich in diesem Geiste 25 Jahre in diesem Haus arbeiten durfte. Eine bemerkenswerte Rede, ein bemerkenswerter Moment hier im Deutschen Bundestag. Die Bündnisgrünen sind fast in kompletter Stärke erschienen. Jürgen Trittin nimmt Abschied nach 25 Jahren. Er war der erste Bundesminister gemeinsam mit Joschka Fischer, Andrea Fischer und Renate Künast, damals im Kabinett Schröder I 1998. Er war der Minister, der den Atomausstieg mit durchsetzte und alle kennen ihn als Mr. Flaschenpfand. Viel Applaus hier, teilweise auch aus anderen Fraktionen für Jürgen Trittin, der im kommenden Jahr 70 wird und am Dienstag der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, dass er im Januar aus dem Bundestag ausscheiden wird. Sehr viel Applaus für den gebürtigen Bremer, der den Wahlkreis Göttingen hatte und auch verschiedene Parteipositionen innehatte, unter anderem Parteisprecher lange Jahre war und eben jetzt am Schluss sich mehr der Außenpolitik gewidmet hatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner, halten Sie sich jetzt mal kurz zurück. Ja. Lieber Jürgen Trittin, das war heute Ihre letzte Rede hier in diesem Hause. Sie haben den Deutschen Bundestag 25 Jahre angehört. Und dafür möchte ich Ihnen sowohl persönlich, aber auch im Namen dieses Hauses ganz herzlich bedanken, weil Sie ein Stück Anstand, Herr Brandner, Kollegialität, Respekt vor einem Kollegen, der 25 Jahre hier im Haus war, würde uns allen sehr gut tun. Jürgen Trittin hat viele Funktionen in diesem Land gehabt. Er hat diesem Land gedient. Und dafür bin ich und auch viele hier im Hause, wenn Sie das nicht so sehen, ist mir das ziemlich egal, sehr dankbar. Und ich wünsche Ihnen für die Zeit nach der Politik alles Gute, auch im Namen dieses Hauses, des Deutschen Bundestages. Und Sie haben vor zu reisen, aber auch Musik zu hören, auch das ist mir sehr sympathisch. Und die ein oder anderen, um wieder runterzufahren und normales menschliches Miteinander zu leben, denen wird das, glaube ich, auch gut tun, The Clash oder Talking Heads zu hören. Das ist, glaube ich, Ihr Ziel, Herr Trittin. Alles Gute für Sie, für Ihren nächsten Lebensabschnitt. Und ich hoffe, Sie bleiben gesund und können all das machen, was Sie sich für die Zeit danach vorgenommen haben. Vielen Dank. Ja, und auch interessant, dass man bei der Gelegenheit den Musikgeschmack der Bundestagspräsidentin kennenlernt. Hier nochmal der Schlussapplaus für Jürgen Trittin, der politisch einen weiten Weg gekommen ist. Als Student gehörte er der Gruppe Z an einer Abspaltung der kommunistischen Plattform und ging dann 1980, nicht als Gründungsmitglied, aber schon 1980 in
die Partei Bündnis Grüne. Nein, damals waren es noch die Grünen in Westdeutschland natürlich. Und wurde dann eben Bundesminister 98 bis 2005. Dann werden wir uns überlegen, ob es für Sie oder für aus Ihrer Fraktion möglicherweise hier Ordnungsmaßnahmen anzuwenden sind. Weil es hat inzwischen auch eine Art von Würdelosigkeit, die der Sache hier nicht angemessen ist. Ich gebe jetzt für die FDP-Fraktion das Wort dem Kollegen Dr. Lukas Köhler. Katrin Göring-Eckert hat jetzt das Präsidium übernommen. Herr Brandner muss mehrere Zwischenrufe getätigt haben. Das wird im Protokoll nochmal geprüft.